So Leute, da sind wir wieder. Ich mache mir mal kurz leiser hier. Zack. Zack. Der Schneesturm, der ist ein bisschen laut, weißt du, im Hintergrund kannst du ja keine, fängt gut an, ne? Kannst deine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht, wie genau wir hier hingekommen sind. Also, sie muss ja irgendwie gereist sein, unsere liebe Protagonistin. Ist das irgendwas Wichtiges? Nee. Sieht so hochkletterbar aus. Mit dem, also das sieht so verdächtig aus. Hier so ein Haufen Holz, ne? Keine Ahnung, aber hier ist überall Holz, glaube ich. Hier auch. Egal. Da können wir hoch. Das da oben. War ich da schon? Ich glaube, ich war da schon oben, ne? Das habe ich gelesen letztes Mal. Dann kann man da runter mit der Seilbahn hier drauf. Und dann, ja, kann man wieder ins Tal. Da unten ist die Sowjetanlage. Wo genau sind wir? In die Richtung gucken wir. Das heißt, ja. Ja doch, das ist die Sowjetanlage. Und das ist auch immer noch der einzige Shop hier, meines Wissens nach. Wir haben ein Grab noch abzuschließen. Vielleicht können wir jetzt gleich mit unseren Sprengpfeilen erstmal ein Grab machen, weil ich habe irgendwie jetzt gerade nicht so viel Lust, die Story weiterzuspielen, weil in der letzten Folge ist genug auf einmal passiert. Da sterbe ich sicherlich, wenn ich runtergehe. Oh, nein, das wollte ich nicht. Falscher Knopf. Ich wollte nur kurz gucken, ob wir hier irgendwie noch was haben. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal hier überall lang gelaufen bin. Aber feststeht, dass ich bisher auf jeden Fall auf nichts Vibrierendes getroffen bin. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, jetzt muss ich aufladen. Ja. Das Aufladen macht irgendwie nicht so viel Sinn, weil ich meine, die hat ja meistens sowieso ziemlich schnell ihre maximale, wie sagt man, Schusskraft. Ja, okay, hier war ich schon. Aber wie auch immer. Zack. Hä? So, haben wir hier oben was drauf? Ne, haben wir nicht. Das ist einfach nur ein sinnloser... Voll dumm, ne? So eine Plattform. Oder? Kann ich da... Ne, ich glaube nicht. Oh, unheimliche Musik. Das kann entweder bedeuten, dass jetzt gleich etwas Schlimmes passiert, oder es passiert was Schlimmes und es wird eine Cutscene. Okay, es wird nur was Schlimmes passieren. Was ist das? Ach. Das sind offenbar Gegner, aber... Warte mal, was ist das für... Was genau ist das? Wo bin ich hier? Ach, okay, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich schätze auch mal nicht, dass ich da jetzt runter kann. Oder? Ich meine, ich will da nicht hoch. Ich will erstmal... Warte. Vor allem, das ist jetzt bei Nacht, ne? Das ist, irgendwie fühlt sich das schon anders an, die Gegend. Aha. Wo sind Gegner? Achso. Können wir zurück in den Busch hier, mal gucken. Die dürften uns ja hier ja nicht großartig finden. Nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Wir könnten hier kein Problem haben. Okay, ich bin gerade unverwundbar offenbar, lautloser Kill. Wie kommt mir dieses Geräusch? Da ist so ein Geräusch auf dem Kopfhörer, das kommt mir so vor, als ob hier mal jemand durch den Schnee läuft. Aber das ist, glaube ich, nur die Musik. Ey, das ist voll, warte mal, ich muss mich nochmal leiser drehen. Das ist voll verwirrend. Ja, das Problem ist...
Komm. Komm. Ja, ins Gebüsch. Ist das eigentlich Absicht? Ist das die Mechanik, dass sie den ins Gebüsch zieht? Oder ist das jetzt nur Zufall? Wenn die den absichtlich da reinzieht, das wäre schon... Sagen wir mal, das wäre schon cool. So, jetzt müsste aber dann noch mindestens einer sein. Also neben den beiden. Ich glaube, das war ein ganzer Haufen von Leuten gerade. Ich habe auch... Ich gehe mal hier rein. Ah, da. Okay. Kollege Bratwurst. Du bist dran, glaube ich. Ich sehe keinen mehr außer den beiden. War das echt nur noch der eine? Ach nee, ach scheiße, Alter. Okay. Nein. Ja, durchsucht das Gebiet. Ihr findet mich eh nicht. Das Gute ist, die beiden trennen sich jetzt hoffentlich gleich. Okay, ich wollte so einen krassen Luftkill machen. Das klappt offenbar nur, wenn man unerkannt ist. Aber egal. Gut, komm, was soll's. Das war doch insgesamt... Ach komm, so schlecht war das jetzt nicht. Also offenbar kann man oben aus der Luft nur töten, wenn man nicht gesehen wurde von den Feinden. Das hätte ich mir vielleicht denken können, aber naja, man muss es ja mal ausprobieren, bevor man es... Ich meine, ich wusste es nicht. Also, was soll's. So, jetzt müssen wir uns hier noch Zeug holen, ne? Was haben wir... Was ist das denn hier? Basislager. Ach so, das ist, warte mal. Ist das unser Ziel? Nee. Also, ich meine, warum ist es markiert? Ich schätze mal, das wird wahrscheinlich... Ach, da gehen wir auch später hin. Ich will erstmal... Ach ja, stimmt, das haben wir auch noch nicht gemacht. Das mit den Plakaten. Ich gehe einfach mal hier hin und, was machen wir mit dem... Ach, dieses Grab, wo wir nicht reinkamen, ne? Ach, wir können jetzt bestimmt alles explodieren lassen da unten. Das müssen wir mal... Ja, doch, warte. Ich gehe mal hier zu diesem Basislager erstmal. So. Das wird also... Also, Story mache ich heute nicht. Das ist hier eigentlich noch zu interessant, dass ich mir die Sachen mal angucke, die ich letztes Mal... Ach, die Wölfe. Oh, ups. Ja, sorry. Ich habe aus Versehen meinen Bogen nicht gehabt. Kann ich den jetzt schlachten? Komm, was soll's. Ich will ja wenigstens die Ressourcen nicht verschwenden. Ja, wenn ich schon... So. Davon kann ich noch ein paar... Nee. Ah, Explosionsdinger kann ich herstellen. Sehr gut. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir nachts in dieser Gegend hier andere, also teilweise deutlich andere Geräusche zu hören kriegen als tagsüber. Also ich kann mich erinnern, dass ich nicht so verwirrt war die ganze Zeit, zum Beispiel von diesen Geräuschen, die vorhin im, weiß ich nicht, also bevor wir die Gegner da fertig gemacht haben, da kamen die ganze Zeit Geräusche auf dem Ohr. Die habt ihr bestimmt auch gehört, wenn ihr mit Kopfhörern hört. So als ob da um mich rum jemand im Schnee herumläuft. Das war voll seltsam. Nein, nicht runterfallen. So. Metallbarrieren. So, Sprengladung. Das ist gut. Oh, was? Naja, egal. Immerhin hat geklappt. Komm, heilen. Okay, nicht, dass wir jetzt hier ein seltenes Tier haben oder so. Dein Freund. Tut mir leid, was passiert ist. Bestimmt geht es ihm gut. Das hoffe ich auch. Ach so, der. Schon wieder vergessen, um wen es sich handelt. Jonah ist so selten aufgetaucht, als dass wir... Hier ist irgendwie nichts. Wo sind wir denn überhaupt? Sind wir hier unter... Nicht, dass das hier der Hauptweg ist, den ich eigentlich gehen muss und dass erst eigentlich rausgekommen wäre, indem ich, weiß ich nicht, da oben hochgeklettert wäre, dann wäre der Weg versperrt gewesen und dachte, oh scheiße, jetzt muss ich mir einen anderen Weg suchen. Und dann ist das hier unten zufällig das, wo wir eigentlich hin müssen. Das wäre natürlich ärgerlich. Weil ich will das ja gar nicht. Das ist hoffentlich nur ein optionaler Ort hier. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Bruder, 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 Alter, das ist okay. Das war, das war, okay, das war, ja, nicht so angenehm. Auf einmal kommen da Wölfe raus, ne? Ich habe mich eh gewundert, was das für Dinger sind, aber wir hatten ja schon Höhlen, da gab es diese komischen Sträucher hier, ohne dass was rausgekommen ist. Ja, das ist für uns dann wahrscheinlich eher ein Zeichen, dass das hier ein optionaler Ort ist. Ach, ach, Öl. Öl habe ich aufgefüllt, ja. Was haben wir hier? Die Pflanzen wieder. Dann haben wir wieder ein bisschen Pilze. Ist das hier? Was ist das denn? Was ist das denn für ein scheiß Ort? Jetzt muss ich eigentlich gleich noch ein bisschen was Sammelbares finden. Das wäre sonst mega sinnlos. Tut man damit irgendwas? Ist das jetzt echt? Ist das wenigstens eine Höhle gewesen jetzt oder so? Kein Überlebensversteck, nichts? Ach, warte mal. Ah ne, das ist der Ausgang. Ja, nice. Ich glaube. Ich glaube, das war's schon. Ja, das ist richtig behindert. Was soll das denn? Ich dachte, da kann man irgendwas Geiles finden. Da musst du einmal schon so einen Explosionspfeil machen dafür und dann sowas. Enttäuschend. Hoffentlich ist das Grab wenigstens geil. Und dafür mache ich mir so eine Mühe. Das ist ja unfassbar. Zack. Ich meine, es ist trotzdem cool gewesen, dass man weiß, dass man an solche Orte kommt, indem man, weiß ich nicht, das zwei Drittel vom Spiel durchspielt und dann zum Anfang zurückkehren kann. Ich meine, das ist ja Open World, ne? Das ist Open World. Es gibt Spiele, die nennen sich Open World, aber da ist es dann so, dass du irgendwas tust und dann schließt du eine Gegend ab und dann gibt es später keinen Grund mehr für dich zurückzukommen. Das zählt dann schon fast nicht mehr, aber hier, ne? Oh. Sind da Gegner? Oh. Ich will doch... Ach. Ich will doch nur in Ruhe das Grab plündern. Was soll denn das? So, wie steht es mit dem Funkverkehr hier unten? Das Gelände blockiert die Sicht. Irgendwas im Tal erzeugt EM-Interferenzen, die die Verbindung mit den Satelliten blockieren. Außerdem haben es die Einheimischen irgendwie geschafft, den Hauptfunkturm lahmzulegen. Such dir eins aus. Dann werden die Jungs wohl Bindfäden und Blechdosen ausgeben. Die schicken noch ein Team in die Minen, um die Ruinen zu kartieren. Ja, aber was glauben die, wo all das hierher kommt? Die Einheimischen wirken nicht, als könnten sie so etwas bauen. Zivilisation ist keine Einbahnstraße. Irgendwas muss passiert sein, dass sie derart in die Steinzeit zurückgeworfen hat. Oh, ich hoffe, der sieht mich nicht. Also durch die Tür scheint er gucken zu können, sonst würde er... Okay, er kann auf jeden Fall durch die Tür gucken, ja. Pass genau auf, ob du was von den Einheimischen siehst. Man weiß nie, wann die wieder angreifen. Oh. Sollen sie es nur versuchen. Der Typ kann sowas von durch die Tür gucken. Alter, bleibt er jetzt da stehen, oder was? Was soll denn das? Ja, so ist richtig. Ich überlege, ob ich erst da hinten fertig mache. Der steht so schön da. Das würde wahrscheinlich auffallen. Also ziemlich sicher, die anderen laufen bestimmt da hinten rum. Ich glaube, ich kann mich auch nicht besonders gut... Nee, ich glaube, ich kann mich auch nicht besonders gut da langschleichen. Ich habe keine Ahnung, wo die da sind, ne? Könnte sein, dass die direkt in der Ecke da stehen. Ich warte mal, bis der Typ da vorne... wieder an seiner alten Position steht. Das scheint sich da immer wieder hinzustellen. So. Ich hoffe... Ja. Immerhin. Glock haben die das gesehen. Ich hab irgendeinen Schrei gehört. Ja. Wäre ich da hingelaufen, hätten die mir wahrscheinlich irgendwie gesehen.
Oh, 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 da kommen sie alle. Bitte bleibt einfach hinter dem Tor. Ja, lass das bitte so eine unsichtbare Barriere sein da. Das sieht echt so aus, als wäre das eine unsichtbare Barriere, ne? Kann das sein, dass sie nicht da durch können, durch das Tor? Nein! Oh, doch! Was? Ey! Ach mein Gott, ist das behindert. Ja, mich kriegt ihr eh nicht. Hä? Okay, die sehen mich 20 Minuten lang nicht und dann auf einmal. Ja, ja, ich weiß, Jonah, aber der Held, den werden die schon am Leben halten. Die brauchen ja dich. Und dann ohne Druckmittel, ne? Ist ihnen sicherlich auch klar, dass man da nichts erreichen kann. So, haben wir noch irgendwie Propaganda hier unten oder so? Wir müssen noch ein bisschen was von diesen Dingern verbrennen. Das kann man hier draufklettern? Oh ja. Schauen wir doch mal. Irgendwie müsste es hier unten bestimmt auch noch was geben, was ich an Plakaten verbrennen kann, aber andererseits... Andererseits ist das erstmal egal. Ich möchte nämlich da hinten diese Tür einmal aufsprengen. Das ist ja offenbar nicht das Grab hier, wo ist das? Warte, kann ich das aufmachen? Konnte ich das nicht aufmachen? Eigentlich konnte man doch alle Schränke aufmachen, die so grün sind irgendwie und, verdächtig. Herausforderungsgrab ist schön, aber... Ja, ich meine, probieren wir es einfach mal aus. So. Ah, warte. Gift. Und da stellen wir lieber noch mal ein paar von her, ne? Wer weiß. Und nehmen wir jemanden... Ach, können wir gar nicht mitnehmen. Was soll denn das? Okay. Münzen. Ja, Münzen. Ja. Hier ist irgendwie ein kräftiger Luftzug und da geht es auf jeden Fall rein. Oder? Geht's da rein? Mal gucken. Geht's nicht rein? War das wohl nur ein Münzversteck? Das ist. Ja gut, das ist ein bisschen doof, ne? Guck mal, dann bauen die sowas hier ein. Also cool ist es immer noch ein bisschen, aber dann machen sie in solche Höhlen immer nur so Pisssachen rein. So ein, zweimal Münzen und das war's dann, oder was? Dafür habe ich das ganze Spiel gearbeitet. Um sowas zu erhalten. Unfassbar. Die Rechnung, die schicke ich. Die kriegt Square Enix. Für meine ganzen Mühen. Zeit. Stunden, die ich aufgewendet habe. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwie noch Propaganda-Plakate finden. Weil die werden hier garantiert irgendwo sein. Wenn nicht hier, dann wenigstens da oben auf diesem Turm. Und da gehe ich jetzt auf jeden Fall nochmal drauf. Und ich will diese Mission, ich will die Herausforderung schaffen. Gehen wir mal oben drauf. Hier in diesen Bereich. Das muss ja hier ungefähr. Das hat er hier ungefähr angefangen. Und danach holen wir uns dann das Herausforderungsgrab. Und. Ja, okay. Dankeschön. So, hier. Das ist es nicht, ne? Die waren viel auffälliger, aber ich probiere es trotzdem aus. Nee. Nee, die Plakate, die sind viel auffälliger. Aber bevor ich so einen Scheiß google, suche ich wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays selber. Weil das ist bisher, sind die ganzen, wie sagt man, die Herausforderungen sind eigentlich nicht so super schwer gewesen. Lagen die Leichen schon immer hier? Ja. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Ich meine, so Plakate, was ist das denn? Lag das schon immer hier?
Hier irgendwie, die werden ja nicht außen an so Fassaden dranhängen. Das wird ja irgendwo da hängen, wo Menschen in der Lage... Nein, nein, das sollst du nicht. Komm, mach mal so. Hallo? Hier war auf jeden Fall eins drin. Hier war ja auch ein Schatz. Da hinten geht's zu dem Grab. Da will ich aber jetzt erstmal nicht hin. Hier war, glaube ich, auch ein Plakat drin. Ich meine, die müssen hier oben sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das... Wo geht's denn da hin? Ich hab's vergessen. Lass es uns rausfinden. Mal gucken. Da komme ich wieder hoch, glaube ich. Okay, nee, ich glaube, da gehe ich jetzt auch nicht wieder runter, weil ich... Da kann man, ich weiß nicht, so ganz nach unten gehen, da habe ich keinen Bock drauf. Andererseits, ich kann ja. Obwohl, kann ich, da kann ich mit dem Seil hier. Achtung. Okay, nein, kann ich nicht. Vergiss es. Ich will nämlich auf jeden Fall die Möglichkeit haben, wieder nach oben zu klettern. Muss ich noch gerade aufrecht hinsetzen. Scheiß Stuhl, ich verrutsche da drin immer. Komisch. Das kommt alles durch die falsche Haltung, Leute. Ja, macht euch Gedanken um eure Positionierung auf dem Sitzgerät eurer Wahl, damit ihr später keine Probleme mit eurem Rücken bekommt. Ich hoffe, dass das bei mir noch nicht so weit ist. So, das hatten wir gelesen hier. Ah, nein, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Okay, alles klar. Jawohl. Perfekt. Das ist so viel zum Thema, ich will hier nicht runter. Hä? Das ist jetzt keine Herausforderung gewesen, mal wollte ich nur mal ausprobieren zur Sicherheit. Okay. Immerhin kann ich jetzt den hier machen. So, zack. Und weil auf jeden Fall ist hier oben sind die Plakate hier oben. Das kann ich mir was anderes ist überhaupt nicht möglich. Herausforderung. Nein, das sollst du nicht. Klettern wir weiter nach oben und schauen uns mal um, was es dort so zu entdecken gibt. Ne? Ja, ich kann leider kein Russisch, nehme ich mal an, ist das, oder was? Es gibt bestimmt, wenn man Russisch sagt, ist das bestimmt auch eine Beleidigung für viele Russen. Es gibt bestimmt 20.000 verschiedene Dialekte und Untersprachen und sowas. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich hoffe, es gucken mir keine Russen zu. So. Und wenn mir doch Russen zugucken, dann Gruß an alle. Wo bin ich denn hier überhaupt? Was mache ich hier? Wo? Muss ich hier raus? Warte mal, ich bin gerade völlig verwirrt. Da bin ich zurück an das Ding. Da konnte ich runter dann. Hä? Warte mal. Okay, hier konnte ich noch rüber. Aber eigentlich... gucken wir mal. Ich meine... Eigentlich kann das nicht sein, dass da oben die Plakate sind. Ich habe da ja auch schon geguckt. Das muss vielleicht eher unten im Tal sein, einfach. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich habe keine Lust, da hochzuklettern, weil da oben bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir alles angeschaut habe. Was ich jetzt mache, ist... War hier noch was zum Aufheben? Nee, schade. Technisch gesehen war da auch was zum Aufheben, aber nichts, was ich brauchen kann. Ich gehe jetzt hier zu diesem Herausforderungsgrab und dann schauen wir mal, ob wir mit den Explosionspfeilen unten was erreichen können, weil dieser Wasserfall stand uns ja im Weg, als wir, ich weiß nicht, als wir durch eine Absperrung mussten. Und ich glaube, mit dem Explosionspfeil könnten wir eventuell auch da durchkommen. Hier ist auch nichts zum Abfackeln. Hier ist auch nichts zum Abfackeln. Ist nichts zum Abfackeln. Was soll das? Hing hier nicht sogar was? Ich glaube, hier hing was, ne? Na, egal. So, dann nehme ich euch jetzt noch mit da unten bis zum Grab. Seltsame Musik kommt. Ich erwarte nicht, dass uns hier besonders viel Übernatürliches jetzt begegnet, aber ich meine, nachdem wir in dieser Akropolis waren, war das, oder was? Welche? Das war nicht Akropolis, das war eine, das war die Kathedrale. Nachdem wir da drin waren, und schon so eine direkte Begegnung hatten wir zwar nicht, aber ihr wisst, was ich meine, mit diesen Viechern hatten.
kann es ja sein, dass die eventuell, wenn das Spiel ganz gerissen ist, dass die jetzt woanders auch auftauchen. Ne? Das ist ja nicht auszuschließen. Oder um es in den Worten der besten Pizzabude der Welt zu sagen, auszuschillessen. Wer das Video kennt, ihre. Wer nicht, gibt mal schlechteste Pizza, schlechtester Pizza-Lieferservice der Welt ein. Ja. Oder einfach nur schlechtester Pizza-Lieferservice. Ich weiß nicht, ob es der ganzen Welt war, aber ja. Mindestens rund um den Rewe-Markt, der direkt daneben zu sein schien. Auf jeden Fall. Guck mal, es geht wieder. Perfekt. Vielleicht brauchte sie einfach nur ein bisschen Urlaub vom Rumkriechen oder so. Ging das eigentlich schneller da unten? Ich glaube, es ging schneller, ne? Ich will eigentlich nur... Ah, ja, komm. Ich will eigentlich nur dahin, wo es explodiert. Beziehungsweise, was heißt wohl... Ich hoffe, dass es explodiert wird und... wir dann weiterkommen. Zum krassesten Grab, das es überhaupt gibt, weil das das erste ist, das wir mit einem sehr hohen Aufwand bedienen müssen. Ja. So, ich nehme mal an, dass das nicht funktionieren wird. Nein. Ach, warte mal, oder bin ich doof? Scheiße, Alter, wenn ich jetzt so... Okay, wenn ich wirklich so dumm bin. Na, geht doch. Hätte ich eine Webcam, würde ich jetzt direkt da reinstarren für 30 Sekunden und nichts sagen. Dummerweise kann ich euch gerade nicht die Frustration, die ich spüre, das nicht früher entdeckt zu haben, ausdrücken, außer in den Worten... Tja, was für Worte, ne? Alter, bin ich dumm. Hauptsache, ich habe hier irgendwie 10 Minuten verschwendet oder so für sowas Einfaches. Da musst du aber auch drauf kommen, ne? Tja, okay, perfekt. Nevermind, wir hätten das Grab viel früher. Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Ja, ich nehme mal an, dass es ein Waffenteil ist. Man findet ja üblicherweise Waffenteile. Okay, das geht hoffentlich nicht unendlich weit runter. Aber beeindruckend, finde ich. So hier Industrie und so ein Scheiß und dass das alles noch hängt. Und schon wieder kaputte Rohre. Boah, und ich dachte, ich muss das Wasser abschalten und alles. Wie dumm. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Das ist mal ein Wort, würde ich sagen, ne? Und dass er das alles auf Deutsch aufgeschrieben hat, echt unfassbar. Ich würde sagen, das ist auch eine super... Waffen. Oh, ja. Entschuldigung, ich habe sie nicht ausreden lassen. Das ist doch eigentlich eine super Stelle, um die Folge zu beenden, jetzt wo wir was Neues entdeckt haben, ne? Und man wissen will, was gibt's denn hier so Feines, wie sieht der Ort so aus? Am besten das Video beenden an der Stelle. Ich bedanke mich, wenn ihr Bewertungen abgeben möchtet. Ich bedanke mich für eure Kommentare und wenn ihr möchtet, oh, ich muss aufstoßen, ich sollte weniger Kohlensäurehaltiges trinken, dann schaut doch nächstes Mal wieder vorbei und wir raiden dieses Tomb. Ha, ja, das war schlecht. Okay, tschüss.